Ich begrüße euch zu Folge 5 von Uncharted 3, Drake's Deception oder auch Drake's Täuschung, und ich bin immer noch der festen Überzeugung, dass hier irgendwo ein Schatz versteckt ist. Ich habe ihn nur noch nicht gesehen. Da vielleicht... Warte mal. Lol. Jetzt... Okay. Will, ich hasse dich. Aber es läuft doch. Dann wollen wir mal dechiffrieren. Der Altar schützt den Eingang in die Unterwelt. Er hat ja mit Magie Geister beschworen. Ja, oder im Altar versteckt sich ein geheimer Weg, mein Junge. Oh, klar. Hilf mir schieben. Wenn du das vorher wusstest, warum machen wir hier so einen Aufstand? Alter Mistkerl. Oh, danke. Ganz ehrlich. Warum machen wir das? Wenn du das vorher weißt. Da haben wir es. Sally, gib mal Feuer. Ja. Ach, viel besser. Also irgendwann solltest du mal deine eigenen Streichhölzer bei dir haben. Wovon redest du? Was sagen, er hat doch dich. Für was wärst du sonst gut? Oh, sieht aus, als wollten wir etwas draußen halten. Oder drin. Hier, hilf mir mal. Scheint die Familiengruft zu sein. Dein Freund Godfrey müsste hier liegen. Mit etwas Glück. Wenn er etwas über das Atlantis der Wüste wusste, nahm er es mit ins Grab. Na, dann suchen wir das Grab. Genau. Na gut. Mal sehen. Er wollte das wohl lösen, brachte es aber nicht zu Ende. Mhm. Das... Okay. Warte mal. Da. Hallo, darf ich vielleicht? Was ist das? Eine Leiterspielshow? Echt raffiniert. Ja. Was gefunden? In diesen Kräften scheint er nicht zu liegen. Nein. Sie haben sein Grab bestimmt versteckt. Such einfach weiter. Das Pferd muss in die vorletzte Reihe vorne. Kommen wir denn da hin? Das ist das Pferd? Gucken wir noch mal.
Ja, das ist das. Dann muss das. Mhm. Muss ich dieses andere Ding gerade mal wegbewegen? War doch so, oder? Ja. Und was mit dem Rest? Oh, warte mal. Das so ist. Halt, 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 halt. Warte mal. Ich jetzt gerade echt. Das Pferd. Ja, das habe ich verstanden. Das gut. Dann versuchen wir es noch mal. Das Pferd. Jetzt aber ja ein.
Problem ist, ich weiß von dem Rest nichts. Das ist korrekt. Das ist auch korrekt. Ja. Aber was ist mit dem Rest? Ich verstehe es gerade nicht. Was ist mit... Was auch immer ich jetzt gemacht habe, keine Ahnung. Wie einladend. Ich habe keinen blassen Schimmer, wie das jetzt hier geklappt hat. Lord Godfrey vermute ich. Höchstpersönlich. Das ist es. Hier, halt mal, ja? Klar. Sieh mal, eine Art Amulett. Hier steht etwas. Du machst das also direkt auf Lancelot, was? Das ist Sabäisch. Also aus dem alten Jemen, was? Ja, genau von dort, wo Francis Drake im 16. Jahrhundert gelandet wäre. Vielleicht der Name einer Stadt? Ja, vor 3000 Jahren. Wo sollen wir ohne den Rest der Inschrift suchen? Oh, hoffen wir, dass die andere Hälfte in Syrien ist. Ja, und dass Carter und Chloe sie finden. Juhu. Wieder raus hier, okay. Das würde ich lieber nicht tun. Ach, shit. Hervorragende Arbeit, Gentlemen. Harris, nehmen Sie doch bitte Mr. Drake das Artefakt ab. Ja, Harris. Hol's dir doch. Dafür muss man doch nicht gleich sterben, oder? Ihr Freund stimmt mir zu. Komm schon, Nate. Was ist das? Aha. Was zum Teufel? Abwächter. Bleib im Licht. Nehmen Sie es. Schnell. Weg von mir.
Ihre Fackel scheint zu erlöschen. Viel Glück damit. Was für ein Idiot. Ja? Komm schon. Wir müssen hier so schnell wie möglich raus. Bleib dicht bei mir. Okay. Verdammt, diese Fackel geht aus. Ja, dann lauf. Wir müssen den Weg ausfinden. Warte, da oben. Hilf mir hoch. Hey, ja. Los. Ja, überhaupt nicht so, dass wir jetzt hier noch stehen. Hallo? Was jetzt? Ah. Hier, raus. Ah, die sind überall. Juhu, tschüss. Sonny, komm schon, komm, wir müssen los. Los. Nee, komm schon. Aua. Das war irgendwie nicht Sinn und Zweck der Übung. Los. Die sind überall. Sonny, komm schon. Komm, wir müssen los. Los. Nee, komm schon. Irgendwelche Lichtstrahlen, von denen ich nichts weiß. Oh Mann, sie kommen durch die Decke. Komm schon, renn. Mann, sind die Viecher schnell. Oh, nein! Aua! Das ist ja mal richtig arschig. Komm schon, renn! Oh, Mann, sind die Viecher schnell. Hallo, Steve. Hiha. Wow! Spring! Ja! Lass sie weg! Okay, alles klar. Und ja, bei mir? Dreh dich um. Alles klar. Bist du okay? Ja, glaub schon. Okay, nicht wieder reingehen. Ich denke, es ist eine gute Idee. Das denke ich auch. Da gehen wir nicht lang. Egal, wohin wir gehen, versprich mir, dass da keine verdammten Spinnen sind. Hä? Okay, dann ja nur... Wir kommen aus dem Loch, also kann es ja im Prinzip nur... Oder bin ich wieder irgendwie blind? Da geht's nicht hoch. Hübsche Berge. Okay, wir müssen hier raus. Ah, okay. Ich dachte, das... Da kommen wir her. Mist, das wird nichts. Aua. Nate! Tschüss. Okay, wir müssen hier raus. Mist, das wird nichts. Okay. Ich dachte, vielleicht, wenn ich mich fallen lasse und dann wieder halte. Ja, ich weiß, das wird nichts. Wir müssen hier raus. Mist, das wird nichts. Okay. Ich suche mal einen Weg rüber. Vorsicht! Ich hab's.
Wir hüpfen. Oh nein. Vorsicht nicht! Gleich geht's hoch! Ich weiß, ich weiß! Hey, das geht. Läuft wie geschmiert. Jetzt müssen wir runter. Warte mal, was ist denn da? Bin ich jetzt hier landet? Irritiert das? Da noch was ist. So, ich verstehe es gerade nicht. Aua, nein! Los, Kanister ausschütten! Halt! Was machen die da? Mir egal! Wir müssen hier raus. Mann, du Idiot. Lass das. Och nö. Da oben war noch was. Toll.
So, jetzt, ihr Arschgeigen. Oh, wie schrecklich. Das nervt mich jetzt. Das wollte ich nämlich eigentlich vermeiden. Ali, du Arsch. Mach dich mal nützlich. Problem ist, es ist wieder so ein Ding, wo ich weiß, dass da noch was ist aus dem Let's Play, was ich dazu geguckt habe. Und jetzt komme ich da nicht mehr dran. Es könnte möglich sein, dass ich dafür dann das Kapitel nochmal neu starte. Daniel. Feuer legen! Mist, das ist nicht gut! Okay, wir müssen raus hier, jetzt! Los schnell, ich geb dir Deckung! Mach den Platz, Ali! Gott, ist das bekloppt. Shit! Alter! Nice! Was, wo, wer, wann? Hat das mit dem Aufheben nicht so geklappt? Kann ich bitte einfach nur hoch? Was wird denn? Kann ich bestimmt rein. Oder auch nicht. Ich will halt noch diesen Schatz da oben haben, das ist gemein. Lappe. Wo ist er denn jetzt? Komm, Junge. Hier drüben, ich helf dir hoch. Na los. Guter Plan. Nicht so gut.
Nicht so geiler Plan. Oh, verdammt! Es muss doch einen Ausgang geben! Hier lang! Schießen wir uns einfach einen Ausgang. Los! Wir müssen hier unbedingt raus. Gute Idee. Alles klar. Wir treffen uns drüben. Toll. Bin gleich da. Nein. Alles klar. Anstatt dass er den Schritt nach da oben macht, nö. Bin ja schon dabei. Alter. Ja, wir rollen uns hier durchs Feuer, aber nichts passiert. Wohin des Wegs? It's hot in here. Auf was schießt du, Alter? Geh runter! Wir haben's gleich! Auf zu dir! Kriegen wir denn ernst? Hallo? Ja. Und jetzt? Hallo? Kinder der Sonne? Helft mir? Nein, du bist gut. Geh die Rampe hoch. Ja, zu uns von dir. Unfassbar. So, nu? Da ist die Tür! Oh. Das war so klar. Oh nein, nein, nein! Holy crap! Alter, was haben die da gebaut? Los, eine persönliche Hölle oder was? Shit! Mist! Sally, ich sitz fest, hilf mir! Die zwei!
Runter! Shit! Lächerlich. Das war so zweimal der Kopf mindestens. Shit, Mist! Sally, ich sitz fest, hilf mir! Die zwei! Runter! Ah, schon wieder. Klar, jetzt treffe ich gar nicht mehr oder was? Lächerlich. Hallo? Los! Wo bist hackt? Ach, natürlich. Sally! Hilf mir! Hier oben! Natürlich, das wäre ja auch zu schön gewesen. Na los, Nate! Das ganze Haus brennt, aber wir haben Zeit, uns zu vermöbeln. So. Nix. Und jetzt? Hey, da oben! Eine Leiter! Los, komm! Wow. Natürlich! Ja. Und die Leiter, die aus Metall ist, die glüht ja auch überhaupt nicht jetzt vor lauter Hitze. Oh, Scheiße! Los! Ah.
Oh mein Gott! Ey. So was, da kommen die jetzt schon mit. Der verdammte Turm bricht zusammen! Lauf! Los! Lauf weiter, Sally! Oh, Scheiße! Oh, aua! Okay, das. Also einfach Sally hinterher ist eine dumme Idee. Oh mein Gott! Pass auf dich! Der verdammte Turm bricht zusammen! Lauf! Los! Lauf weiter, Sally! Oh Scheiße! Nein. Hallo, ich bin doch extra nochmal gesprungen. Kann man ja gar nicht wenden. Oh mein Gott! Der verdammte Turm bricht zusammen! Lauf! Los! Lauf weiter, Sally! Oh, Scheiße! Yippie! Hey, hey, juhu! Wow. Los. Na ja, gut. Oh Mann, das war knapp, was? Geht's dir gut? Oh, ja. Einfach großartig. Ja. Gib mir mal einen Moment. Du vergisst irgendwie immer, dass ich 25 Jahre Vorsprung habe. Komm schon, Sally, du bist stark wie ein Ochse. Ja, ja, klar. Also, warum die Eile? Die denken doch, wir wären da drin. Stimmt. Nicht viel gefehlt. Erstmal im Ernst. Ich glaube, ich habe einen Faden verloren. Warum machen wir das hier eigentlich alles? Oh, nein, 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 nein. Wenn da jetzt einer deiner Ich-bin-dafür-zu-alt-Reden kommt, lass es bleiben. Hey, die Jungs hier verstehen keinen Spaß. Ja und? Willst du jetzt einfach aufgeben, oder? Aber es redet doch niemand davon, aufzugeben. Dann tu bitte nicht so, als wärst du reif für die Kiste, okay? Hör zu, Junge. Ich bin seit 20 Jahren für dich da. Und daran wird sich auch jetzt nichts ändern. Das kannst du mir glauben. Ich will doch einfach nur sicher sein, dass wir hier das Richtige tun. Dein verdammter Stolz vernebelt dir das Hirn. Du wirst unvorsichtig. Das solltest du besser wissen. Du wirst noch dabei draufgehen. Verdammt! Am Ende gehen wir alle dabei drauf. Oh nein. Was? Cutter und Chloe. Sally, wenn sie uns gefolgt sind. Scheiße, dann werden sie den beiden auch folgen. Wir müssen sie irgendwie... Ja, und dann nichts wie ab nach Syrien. Ich hoffe nur, dass du weißt, wo unser Auto steht. Ich bin nämlich vollkommen orientierungslos. Ja, verstehe ich. Verdammt, ich kann die beiden nicht erreichen. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Wann macht denn der Laden wieder auf? Wir haben noch ein paar Stunden, bis die Touristen anrollen. Dann schwing mal die Hufe. Die Kette ist durch. Okay, dann sind wir wohl nicht die Ersten hier. Naja, aber Marlo und Talbot halten uns für tot. Also haben wir das Überraschungsmoment. Verbocken wir es nicht. Genau. Wir schleichen uns rein und finden raus, wo sie Chloe und Cutter festhalten. Wenn sie hier sind.
Positiv denken, Sully. Ich finde nur, dass die Typen nicht nach Geiselnehmern aussehen. Seien wir doch einfach mal optimistisch, okay? Wir retten Cutter und Chloe und schleichen dann zu viert wieder raus. Klar. Rausschleichen. Ab der nächsten Folge dann. Denn wir haben schon wieder 45 Minuten rum und Kapitel 8 geht dann in die nächste Folge. Und ja, ich werde mir jetzt noch nachträglich diesen doofen Schatz holen, weil ich weiß, dass er da ist. Und nur weil ich irgendwo runtergefallen bin, ich nicht mehr drankomme, das ist assi. Wenn ich ihn verpasst hätte, weil ich es nicht gewusst hätte, okay, aber so werde ich ihn mir jetzt noch nachträglich holen. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, schaut doch in die anderen Let's Plays. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut und ciao!